Das Kaufbeurerhaus. Dieser Film zeigt Ihnen Wissenswertes rund um das Kaufbeurerhaus, das Sie übers Lechtal entweder über die Hermann von Barth-Hütte oder über Hinterhornbach nach ungefähr 900 Höhenmetern Aufstieg erreichen können. Die Hüttenwirte Hans und Gerhard haben dazu einiges Interessantes auf Lager. Also wir sind jetzt auf dem Kaufbeurerhaus, oder? Und das ist ja Selbstversorgerhütte. Hans, wie läuft denn das da so normalerweise? Ja, bei uns kommen die Leute, die müssen sich halt anmelden. Sollten ihre Essen selber mitbringen, weil bei uns dürfen die Leute selber kochen. Dürfen auch ihre Getränke mitbringen. Und sollen sich eigentlich auch wohlfühlen. Genau, ja, immer dass sich der Gast wohlfühlt. Und der Hinterwirt natürlich auch. Das ist klar. Und der kriegt normalerweise 10% vom Essen. Okay. Ja, und wenn die Hütte eine Selbstversorgerhütte ist, wie kommt man denn da überhaupt rein nachher? Ja, Wochenende sind wir normalerweise von Freitag bis Sonntag da. Mhm. Oder man kann den Schlüssel unter Frau Meister holen. Oder bei Sektion. Ist teilweise besser. Mhm. Aber es gibt Schlüssel unten im Tal und es gibt Schlüssel auf der Hand von Barth-Hütte, dass man die Runde laufen kann. Kann man auf der Barth-Hütte den Schlüssel mitnehmen. Eventuell sogar Nudeln mitkriegen. Okay. Oder umgekehrt, wenn man vom Robothaus kommt und die Runde läuft, bei Frau Meister Schlüssel mitholen. Und wenn man vorher mit der Frau Meister telefoniert, kann es auch sein, dass man fürs Brot kriegt. Okay. Und die Frau Meister, wo wohnt die nachher? In Hinterhornbach. Aha. Gut. Und das ist unsere Seele. Mhm. Wie schaut es nachher aus, wenn man jetzt da den Schlüssel hat? Dann kann man da oben raufkommen, kann da aufsperren und nachher? Aufsperren, Fenster aufmachen, Leder aufmachen, Ofen anfeuern. Mhm. Das ist halt wie es vor 100 Jahren ist. Das ist zwar alles modern, aber der Stil und der Charakter ist nicht mehr so. Von der Anfangszeiten vom Alpinismus. Okay. So, Kaufbeurerhaus, 2007 Meter Höhe. Seit 1905 gibt es die Hütte. Der Hans, der zeigt uns jetzt mal, wie man aufsperrt. Und wie man da reinkommt. So, also ein großer Schlüssel. Den, wo man holen muss. Das ist der Schlüssel aus dem Tal oder von der Hermann von Barth-Hütte? Ja. Dann ist auf der, das ist der Hauptschalter. Mhm. Da setzt man den Strom in Betrieb. Ja. Der Strom ist aber so geschaltet, dass das Licht von abends 6 bis morgens um 8 brennt und dann weg ist. Aber man muss trotzdem den Hauptschalter betätigen. Mhm. Ein oder aus. Aha. Und direkt darüber gibt es eine Bedienungsanleitung für die Hütte. Da steht eigentlich alles Wichtige drauf. Hat Zugang zum Erdgeschoss und sind 10 Betten da für Gäste, die unter der Woche kommen, wenn keine Bewartung da ist. Ja. Mhm. Und wenn eine Bewartung da ist, was macht ihr dann? Wir sind eigentlich da, dass die Hütte sauber ist. Mhm. Wir verkaufen alle auch Getränke. Mhm. Es gibt auch Kleinigkeiten zum Messer. Erbsensuppe, Erbsensuppe mit Würstchen, Gulaschsuppe. Und halt Getränke, einfach Apfelschorle, Skiwasser, Radler, Bier. Mhm. Gut. Und was man dazu sagen muss, wie kommt denn das ganze Zeug darauf eigentlich? Das ganze Zeug kommt mit dem Helikopter. Mhm. Es wird auch das ganze Brennholz geflogen, also man soll vernünftig mit dem Holz umgehen. Ja. Das macht viel Arbeit und kostet auch. Wenn man nachher fertig ist da heroben und man möchte wieder runtergehen, dann sollte man die Hütte so verlassen, so wie man sie wünscht zum Anzutreffen. Genau. Genau. Wir sehen jetzt hier gerade elektrisches Licht. Wo kommt denn der Strom her? Wir haben seit 30 Jahren Solaranlage auf dem Dach. Mhm. Allerdings eine sehr kleine. Mhm. Es reicht für Licht. Mhm. Und das
das reicht. Ja, also keine Waschmaschine wie auf manchen anderen Hütten. Nein. Kein Trockenraum mit elektrischer Heizung und solche Nein. Sachen. Elektrischer Rasierer kommt auch nichts. Aha. Das ist halt so, wie man früher auf der Hütte war. Hm. Wie schaut es denn da aus? Wann ist denn die Hütte eigentlich gebaut worden? 1905. Das ist ja doch eine Weile her. Ja. Und die haben damals die Hütte nur ein Jahr gebaut. Mhm. Waren zwei, drei verschiedene Plätze waren vorgeschlagen. Einmal südlich von der Hornbachkette. Das ist ein kleiner See, wunderschöner Platz. Allerdings zum Halbsch kein Wasser. Mhm. Dasselbe für den zweiten Platz auf der Schiedsmauer. Mhm. Auch wunderschön, aber man muss das Wasser hochtragen oder hochpumpen. Mhm. Und der Platz, wo er jetzt ist wunderbar. Mhm. Wir haben damals den Platz oder die Sektion hat den Platz von der Gemeinde Hornbach geschenkt gekriegt. Gut. Mit der Bedingung, dass die einheimischen Leute, also die Bauern, unter Arbeit haben. Mhm. Und das hat auch geklappt so, oder? Die haben die Hütte in einer Saison, also in einem Sommer gebaut. Ja, ganz schöne Leistung. Und alles getragen. Mhm. Nichts Hubschrauber um 1905. Nein, gab es nicht. Habt ihr wie viel Lager jetzt, hat, wenn ihr am Wochenende da seid? Wir haben früher 48 Lager gehabt. Mhm. Allerdings waren da die Lager schmäler oder viel schmäler. Und zwischenzeit haben wir 29 Lager. Mhm. Und dafür ist der Komfort größer. Ja, und hat das einen Grund, dass das gerade 29 sind und keine 30? Das hat einen Grund, wir brauchen eine Brandmeldeanlage. Bis 29 ist das eine interne Anlage und ab 30 müsste das zur Feuerwehr aufgeschaltet sein. Das heißt, wenn man jetzt da 30 statt 29 Lager hätte, dann müsste man zur Feuerwehr hinter Hornbach. Eine Reute sogar. Man muss halt wissen, da herauf, da kann man nicht fahren und gar nichts. Das heißt, da müsste der Löschhubschrauber kommen, oder? Ja, aber man könnte eigentlich Haus machen. Ich hoffe, dass das Bier unten im Keller das überlebt, dass die Feuerwehr dann eine Brotzeit mitbringt. Ja, weil die Hütte dürfte dann schon ziemlich abbrannt sein, gell? Das ist keine Chance. Hm. Also normalerweise läuft man wie lang da rauf von hinter Hornbach? So zwei Stunden, zweieinhalb. Ja. Und hier heroben haben wir dann unsere drei Hausgipfel begehen, die Kriegerkarspitze, Bretterspitze und Urbeleskarspitze. Und wer weiter will, kann dann über die Schwarze Scharte, die zwischen der Urbeles und der Bretterspitze ist, auf dem Enzensberger Weg zur Hermann von Barthütte weitergehen. Geht seit je nach Kondition, je nach Verfassung, 4 bis 6 Stunden. Mhm. Wie schwierig ist das dann umzukommen? Also der Enzensberger Weg, die Schwierigkeit ist eigentlich über die Bretterspitze, über die Schwarze Scharte. Mhm. Schwierig ist halt geröllig, aber sind jetzt die Wegmacher da und haben das wieder frisch saniert. Ja, sehr fleißige Leute. Und wie schaut es mit der Aussicht und mit dem Panorama aus auf dem Weg? Man hat auf der linken Seite, wenn man Richtung Badhütte geht, sieht man die ganzen Lechtaler. Man sieht drüber, wenn es klar ist, von der Breiterspitze bis zur Wildspitz, bis zum Adler. Mhm. Eigentlich fast bis nach Italien. Ja, das ist ja auch noch mal so weit, nach Italien über noch. Nein, die Wege sind relativ, geht über das Lechtal, über das Inntal. Mhm. Und dann ist man eh schon fast drüber, wenn man über die Berge geht. Ich war ja auch auf der Schwarzer Scharte oben. Vor ein paar Tagen kommt man da am Bodensee ganz, ganz deutlich sehen. Also das ist wirklich schön da gewesen, mit der Sicht. Ja, dann sage ich mal Dankeschön und vielleicht hat ja einer von euch Zeit, nach dem Kaffee noch kurz mit mir durch die Hütte zu gehen. Machen und dann wir schauen wir mal. Schauen wir mal. So, jetzt da, man sieht sogar eine Hüttenuniform. Schönes Treppenhaus, neu, fast gleich jemand. Ja. Haben wir von einem Sponsor, haben wir die schönen Bilder geschenkt gekriegt. Mhm. Also das ist ja die Außenmauer von der alten Hütte, gell? Und dann haben sie jetzt die neue, dieses Treppenhaus angebaut. Super, unkaputtbar, unbrennbar. Sonst hätte man ein Propsthaus, wie es früher mal war. Ja. Einen wunderschönen Blick durchs Fenster aus. Zur Urbelskar und Reute. Mhm.
Rostzähne. Ja. Wenn der Hubschrauber Verpflegungsflüge macht, dann landet der auch da draußen. So. So, ich jetzt. Ich bin voll. So, das sind also die oberen Schlafräume. Da haben wir unsere genaue Vorstellung. Aha, jetzt passt es auf, wie man so eine Decke zusammenlegt. Da ist das ein bisschen schwer, aber der Gerhard ist schon wieder miert und legt sich hin. Ja, sag einmal. Nee. Wir haben da unsere gewissen. Das ist also die Kaminsuite, habe ich mir sagen lassen, weil da links vom Hans der Kamin reingeht. Jetzt so legt man die Decken zusammen. Wir haben wunderschöne Decken, pro Person zwei. Mhm. Der wärmste Schlafplatz im Haus. Für die ganz Verfrorenen. Ja, und in den letzten Tagen auch der leiseste. Oder so. Ich meine, das gehört dann heute dazu, dass da ein bisschen geschnarcht wird. Oder aber halt sehr begrenzen. Und ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt in meinen 30 Jahren sehr, sehr nette Gäste gehabt. Mhm. Und es gab immer was zum Erzählen und war immer lustig. Und ich möchte eigentlich keine Stunde missen. Und wie lange macht ihr zwei das jetzt schon seit? Also ich mache es jetzt 30 Jahre. Ich bin nur Hilfskraft, aber auch schon über 30 Jahre. Also Hut ab, wenn man das so lange durchzieht. Weil, wie gesagt, die zwei, die müssen ja alles rauftragen, beziehungsweise müssen selber jedes Mal rauflaufen. Laufen, Essen mitnehmen. Ja. Also. Wir sind alle berufstätig, also wir leben nicht von dem Haus, das ist eigentlich ein Hobby. Mhm. Man kann sagen, das ist Ehrenamt, ein kleines Taschengeld gibt es. Mhm. Aber das kann man, was man hier erlebt, nicht mit Geld aufwiegen. Mhm. Aber es ist auch anstrengend. Das die verschiedenen ist Leute, die. Ja. Die Ereignisse immer dann immer wieder ist es anders. Mhm. Also es wird nie langweilig. Da fällt noch eine Decke. Ja, kommt schon. Haben sie schon vorgeschafft und zusammengelegt. Das ist der ERV-Oberhaber. Ja, genau. Und das soll halt so sein, wie man sich das vorstellt oder wünscht, wenn man das selber kommt. Mhm. Und die Räume da heroben, die sind immer offen oder? Nein, die Räume sind für unter der Woche geschlossen. Mhm. Wir gehen nachher noch runter in den Winterraum oder in den Raum, wo man unter der Woche rein kann. Aber es sind momentan noch ein paar Gäste drin. Jetzt gehen wir mal vielleicht ins Kaminzimmer. Mhm. Das müssen wir auch noch machen. Ja. Mhm. Genau. Okay. Aber das bin ich selbst. Da müssen wir jetzt noch schauen, dass das Zeug wegkommt. Und dann geht es ins Brunnenzimmer. Mhm. Momentan. Jetzt ist auch noch. Der Martin Lott ist natürlich. Ja, der ist unterwegs. Und bist du zufrieden mit deinem Lehrling? Ja, sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Also, aber so gehören die Zähne gelegt, gell? Ja. Ungefähr. Und es ist einfach schön, wenn man kommt als Gast und es ist ein bisschen Ordnung da und macht es auch Spaß. Und mir macht es auch Spaß, wenn die Gäste das schon so macht und wenn ich die Decke noch selber zusammenlegen muss. So ist es. Na, das schaut wirklich. Dann macht zwar manchmal Mogel, die unteren Blätter wirst und die oberen verschönig. Ja, das ist einfach der Grund aus. Ja. Da ist auch das Edelweiß. Und da ist der AV oben drauf. Zu unserer Zeit, da haben wir aber schon eine halt. Grundausbildung in den 70er Jahren. Aber es macht halt irgendwas her. Aha, genau. Das ist jetzt das Lager unter der Woche. Mhm. Ah, das ist total gemütlich. Und man hat da ein schönes Fenster zum Lüften. Wenn man aus dem Fenster schaut, hat man eine fantastische Aussicht. Hochvogel bis rechts über Reute. So, der Dienstag, 6. Juli. Ist das eine Aussicht heute? Ja? Das ist der Hochvogel und wir befinden uns auf dem Kaufbeurerhaus hier unten im Tal hinter Hornbach. Hier sieht man Reute.
Urbeles K-Spitze. Hier oben der Schwarzer Sattel, da müssen wir nachher wieder rauf. Bretterspitze. Und das Kaufbeurerhaus. So, wir sind jetzt in der Küche und Hans, soweit ich weiß, ist das ja auch diese Selbstverpflegerküche. Das heißt, wenn die Leute raufkommen, die kochen. Man muss ein Feuer machen. Mhm. Schau, dass in den Töpfen Wasser ist. Aha. Warte mal. Und vor allem Schöffle, was viele Leute gar nicht kennen. Topfkucker. Mhm. Und das ist mal die erste Arbeit, dass der Ofen. Mhm. Oh, das macht gut. Ja. Wie lange dauert denn das, wenn man da feuert, bis es da herin warm wird? Das kann schon eine halbe Stunde dauern. Gut, also man sollte ein bisschen Zeit mitbringen, ja, wenn man raufkommt. Wasser dauert. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ja. Dann haben wir hier geschafft. Mhm. Dann haben wir Gläser. Ja, gerade nur. Ja, ja. Mhm. Da oben sind noch die Gläser zum Zähneputzen. Ja, ganz wichtige Gläser. Zahnputzgläser. Köpfe. Mhm. Und die Kannen. Gut. Das ist eigentlich alles da. Aha. Also Gerätschaften braucht man keine mitbringen, nein, sondern einfach nur sein Essen. Essen. Oder? Und man soll auch die Reste vom Essen wieder mitnehmen. Mhm. Also keinen Abfall da oben lassen auf jeden Fall. Bitte nicht machen. Eines der schönsten Bäder im ganzen Alpenraum. Ohne Blödsinn, hier wird sich waschen. Und auch die Zähne kann man da draußen putzen. Wasser ungefähr 2 Grad. Vielleicht auch mal 5 im Sommer. Aber die Sicht hat natürlich schon was. Das ist übrigens auch gleichzeitig der Kühlschrank. Und das ist die Dusche von der Hütte hier. Genauso schön warm, aber funktioniert einwandfrei. Also, wird dann auch, gell? Also, servus. Servus. Ein Haufen Touren, die man da gehen kann. Wir sind jetzt am Parkplatz vom Betriebshof in Hinterhornbach. Und diesen Weg geht es dann hinauf Richtung Kaufbeurer Haus, 2 bis 2,5 Stunden. So, danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch viel Spaß auf der Hütte.